Ob sich die Menschen in 150 oder mehr Jahren fasziniert ansehen und anhören werden, was wir so alles produzierten an Bildern, Videos und Audioaufnahmen, man weiß es nicht. Umgekehrt ist die Faszination hingegen groß. Was vielleicht auch daran liegt, dass im 19. Jahrhundert Tonaufnahmen noch etwas so Neues und Revolutionäres waren, dass es eben auch nicht so viele davon gibt. Sich eine verrauschte Gesangsaufnahme von 1860 anzuhören, hat auf jeden Fall seinen besonderen Reiz. Für Liebhaber der klassischen Musik gibt es noch eine andere Variante, das sogenannte Reproduktionsklavier. Eine Art Musikautomat, der Anfang des 20. Jahrhunderts große Begeisterung auslöste. Berühmte Komponisten spielten ihre eigenen Stücke damit ein. Und das wiederum ist heute, dank digitaler Technik, eine musikwissenschaftliche Fundgrube. Sven Klaas nimmt uns mit zu einer Zeitreise am Klavier. Hier spielt Sergei Rachmaninow, einer der begehrtesten Klaviervirtuosen seiner Zeit, längst verstorben. Was er vor rund 100 Jahren eingespielt hat, wird an diesem modernen Flügel an der Musikhochschule in Freiburg jetzt neu erlebbar. Die Tasten angetrieben von zig kleinen Elektromotoren. Die Distanz fällt weg, die man sonst über das Medium des Anhörens, die Nebengeräusche, die Dinge, die sonst dazukommen, erlebt, sondern man ist direkt dabei. Es ist Rachmaninows Interpretation seines eigenen Werkes. Genauso bei Alexander Skriabin, auch ein Vertreter der berühmten russischen Schule. Auch er hat vor rund 100 Jahren an einem speziellen Klavier der Freiburger Firma Welte seine Werke aufgezeichnet, auf solchen Papierrollen verewigt. Dieses sogenannte Reproduktionsklavier, damals eine Weltsensation. Die Rolle wird mit Saugluft abgetastet, kommt ein Loch, kann Luft durchströmen, die über Ventile im Inneren den Tastenanschlag auslöst. Es war das erste Mal, dass sozusagen auch auf dem gleichen Instrumentenart wiedergegeben worden ist. Ja, das heißt, man hat auf einem Klavier oder einem Flügel eingespielt und konnte das Spiel auf einem Flügel wiedergeben. Und Pianisten haben teilweise gesagt, das ist das erste Mal, dass ich mich überhaupt selber gehört habe. Auf den Papierrollen erfasst jeder Pedaleinsatz, jeder Tastenanschlag, dessen Dynamik. Ziemlich exakt sind sie heute überzeugt. Einige der Rollen haben sie inzwischen aufwendig digitalisiert für moderne Reproduktionsklaviere. Ich scanne die Rolle in Bern, ich bekomme erst das Foto, dann werden daraus die Rohdaten per Software erzeugt, die schicke ich nach Australien, nach Sydney und zurück bekomme ich dann eine Datei, die auch die Dynamik emuliert enthält, die ich dann auf dem Diskflügel abspielen kann. Der Diskflügel sozusagen Nachfahre des Welte-Klaviers. Den Studierenden ermöglichen diese Technologie und die Digitalisierung, neben längst verstorbenen Pianisten auf der Klavierbank zu sitzen, Teile deren Spiels auszuschalten und so mit ihnen gemeinsam zu musizieren. Ganz direkter Zugang habe ich jetzt zu Skriabin und das ist das Faszinierende, weil wir haben sehr viel Respekt vor Text, Notentext. Aber jetzt sehe ich gerade, wie improvisatorisch er umgeht mit seinem Text. Und das gibt mir auch die Freiheit und die Inspiration, auch selber Sachen auszuprobieren. Der Pool an Aufnahmen ist derweil längst nicht erschöpft. Mehr als 4000 Papierrollen berühmter Pianisten sind bei Welte weltweit einst entstanden. Anfang des 20. Jahrhunderts im für viele goldenen Zeitalter des Klavierspiels. Faszinierend.